Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön. Tief durchatmen. So, ja, heute mal aus einer dunklen Perspektive. Ich habe mir eine neue Lampe gekauft fürs... geht schon wieder los. Ich habe mir eine Lampe gekauft fürs Smartphone, um die quasi am Gimbal mit zu montieren, um da auch mal so Dunkelaufnahmen zu machen. Und das wollte ich jetzt heute mal antesten. Nutze das also gleichzeitig mal, um das neue Thema einzusprechen. Und ja, will ich einfach mal sehen, wie das so geht. Und wenn ich das jetzt so richtig sehe, scheint das zu funktionieren mit der Lampe. Ich versuche jetzt mal den Bogen zum Bier zu spannen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Und wieso Bogen zum Bier? Verstehe ich jetzt nicht. Also ich schon, aber ihr vielleicht nicht. Also für mich Camping und Bier, darum bin ich hier, sind für mich so sehr eng miteinander verwoben. Also heißt, unterwegs auf dem Campingplatz, wo auch immer, gehört für mich dann immer auch ein schönes Bier dazu. Sei es beim Essen gehen, sei es am Platz selber. Am besten schon nach dem Ankommen gleich erstmal einen halben oder sowas trinken. Jetzt. Ja, nicht besaufen oder sowas, ne? Aber Auto. Also nicht besaufen, aber naja, vielleicht vorm Aufbau, bevor man sich in die Zanken kriegt, vielleicht erstmal schon mal einen gemütlichen Bier trinken und dann aufbauen. So, das ist, glaube ich, die richtige Einstellung. Genau. Ja, also Camping und Bier gehört für mich zusammen. Und deswegen will ich mit euch ein Bier brauen, selber. Ja, also ich habe vor, einen Maibock zu brauen. Das will ich vielleicht so in vielleicht zwei, vielleicht auch ein Video mal gucken, wie es passt, aufzuteilen. Und zwar vom Malzschroten mit dem Maischvorgang, mit dem Kochen, mit dem Hopfen geben und so weiter. Also mal so ein komplettes Bierbrauen mal mit begleiten. Ja, das habe ich mit euch vor. Und deswegen auch Camping und Bier. Also das Bier wird ein Maibock. Bock auf Camping heißt das. Habe ich einen Namen gewählt. Ich weiß, clever gewählt den Namen. Ja, also ich habe da auch Bock drauf. Und ja, machen wir einfach. Guten Morgen! Heute ist er dann soweit, der große Brautag. Wir legen los. Ich zeige euch mal das Rezept. Ja, genau. Hier ist eben das Rezept. Bock auf Camping wird ein Maibock. Beim Maibock ist eben das andere im Vergleich jetzt zum Pilz oder zum Hellen, dass der eben kräftiger eingebraut wird. Das heißt, der hat eine größere Stammwürze. Die Stammwürze ist eben der Anteil an Zucker nachher im Rohbier, oder Bier ist es in dem Moment ja noch nicht, es ist dann Würze genannt, also ein höherer Anteil Zucker, und das wird eben dadurch erreicht, dass wir mit mehr Malz einbrauen. Das heißt, es wird da mehr Malz genommen, um dann eben ja die höhere Stammwürze zu erreichen. Ja, geplant sind 10 Liter. Der eine oder andere mag jetzt sagen, das ist wenig. Ist es eigentlich auch. Aber dadurch hat man natürlich die Vielfalt und kann vielleicht auch mal öfter brauen. Ja, ich werde hier heute das sogenannte BIAB-Verfahren anwenden. Das steht für Brew in a Bag. Das kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Einen Moment. Ja, da haben wir halt hier einmal den Brautopf, das ist ein 20-Liter-Topf von Poco. Dazu gibt es dann eben so einen Gewebesack, den man da reinmacht. Das mache ich jetzt auch mal eben. Genau. Dieser Sack kommt halt hier einmal rüber alles. Sitzt dann hier drinnen in diesem Topf. Und hier kommt dann eben das Wasser rein und dann nachher das Malz. Und dann werden eben verschiedene Rasten durchfahren. Ziel oder
Ziel der Sache ist, dass eben durch diese verschiedenen Rasten eben die Stärke durch Enzyme aus dem Malz herausgelöst werden und sich dann in Zucker umwandeln. Und wie wir alle wissen, mag Hefe Zucker ganz besonders gerne. Und daraus wird dann eben mit der Hefe nachher dann das fertige Bier. Ja, hier steht nun das Setup. Vorteil bei dieser in der Bag Brewing, also Brew in a Bag, Vorteil dabei ist, dass man eben nur einen Topf hat. Man kann da alles reinpacken. Man holt nachher, wenn man eben dann das Malz oder die Maische ist es dann nachher, wenn es dann eingemeischt ist, wenn man das rausholt, dass man dann eben den Sack einfach rausziehen kann, vielleicht noch ein bisschen auswringen und dann ist es eben ja schon getan. Ja, beim klassischen Bierbrauen wäre es dann so, dass man eben nicht diesen Sack hat, sondern dass man dann eine gewisse Läuterruhe einhält und dann würde man sozusagen das ganze Malz bildet dann eine Schicht aus, eine Filterschicht, wo man dann die Würze dann langsam durch ablaufen lässt. Das heißt dann unten am Topf an der Topfunterseite einen Hahn und da wird das dann drüber geläutert, so nennt sich das. Das ist eben, um das Malz dann vom Rest der Würze dann zu trennen, um dann eben nur die Flüssigkeit dann zu behalten. Das fällt jetzt hier weg. Es gibt dann auch keinen Nachguss. Nachguss wäre dann, dass man eben auf diesen Treberkuchen, auf diesen Treber, so nennt sich das, dann das nochmal mit Wasser ausspült. Das fällt jetzt hier auch weg. Das heißt, wir haben Hauptguss, also unser Einmaischwasser komplett und auch das Nachgusswasser komplett alles in einem. Und das spart Zeit und auch Töpfe. Ja, hier ist hier nun die Schüttung, so nennt sich das. Das sind eben die Malzkörner. Da haben wir noch richtig die Getreidekörner sehen. Die müssen jetzt geschrotet werden. Die gehen einmal durch eine Mühle durch. Dann wird dieses Korn halt aufgebrochen, damit man an das Innere rankommt. Damit dann eben eingemeischt werden kann. Man kann das Malz auch bereits geschrotet kaufen. Das würde ich auch jedem Anfänger erstmal empfehlen. Ich hatte mir jetzt nur eine Schrotmühle geholt, damit ich nicht bei jedem Mal brauen dann eine neue Bestellung lostreten muss. Hab mir das Malz dann in 25 Kilo Säcken geholt, habe es im Keller gelagert in solchen Eimer und kann das dann immer abwiegen. Ja. Bei dem Rezept jetzt hier haben wir eben Pilsener Malz 50%, Wiener Malz 45% und eben einen Karamalzanteil. Das dient dann so ein bisschen der Unterstützung der Süße und ja, bringt auch ein bisschen Schaumstabilität mit sich. Ja, hier ist es nun das Malz geschrotet. Meiner Meinung nach ist es ein kleines bisschen zu fein geschrotet. Es geht eigentlich nur darum, dass man eben das Korn einmal aufbricht und dass eben die Hülle dann auch erhalten bleibt, die dann nachher eigentlich diese Filterschicht ausbilden soll. Es ist jetzt ein kleines bisschen zu fein geschrotet. Normalerweise macht man das ein bisschen gröber. Ist jetzt bei der Sackbrauerei, nenne ich das mal, also Brew in a Bag, nicht ganz so wichtig, weil wir das eh rausheben und nachher mehr oder weniger außen bringen. Aber im Normalfall wäre das dann eben zu fein. Ja, nach Rezept oder laut Rezept sollen jetzt 15 Liter Wasser da rein. Das können wir auch hier nochmal sehen. Hauptguss 15 Liter, Nachguss machen wir halt nichts, weil kommt ja alles vorher schon rein. Und das mache ich jetzt mal eben. Ich habe hier ein kleines Litermaß. 5 Liter passen da rein. Das heißt, da müssen wir jetzt 3 Stück von hier in den Topf verfrachten. So, hier kommt der erste. Die ersten 5. Zweiten 5. Und die dritten 5. So, ist er schon schön voll, der Topf. Ja, jetzt kommt eben das Temperaturmessgerät mit rein. Und jetzt wird das Ganze aufgeheizt auf die sogenannte Einmaischtemperatur. Die da wäre, einmeischen, 15 Liter. Auf 64 Grad müssen wir es jetzt aufheizen und er gibt dann nachher 60 Grad, wenn wir dann das Malz dazu gepackt haben, weil das kühlt das Ganze ja wieder ab
Und dann beginnt eben das Maischen. Jetzt stelle ich den Herd an und wir heizen erstmal das Wasser auf 64 Grad. Ja, wir sind jetzt bei knappen 21 Grad. Das ist eigentlich auch perfekt, um sowas mal draußen zu machen. Bei mir hapert es jetzt tatsächlich an so einer Induktionsplatte, die ich dann draußen hinstellen kann. Ich habe noch einen großen Gasbrenner, der hat aber fast 10 kW. Das wäre ein bisschen übertrieben damit. Da hatte ich schon mal einen großen 70-Liter-Topf draufstehen und da Bier drinne gebraut. Das ist dann okay. Aber für solchen kleinen, ja, das ist dann wohl mit einer kleinen Induktionsplatte besser geeignet. Deswegen hier heute aus der Küche und nicht von draußen. Genau. Ja, die 64 Grad sind knapp erreicht, 63,5. Jetzt heißt es einmeischen. Das heißt, das geschrotete Malz jetzt eben in den Topf rein verfrachten. Und dann wird das Ganze auf 63 Grad erhitzt. Und dort rastet es dann für die erste Rast für 45 Minuten. In dieser ersten Rast wird eben der erste Zucker rausgelöst aus dem Malz. Dann gibt es noch eine zweite Rast, die ist nachher bei 73 Grad. Dort wird dann auch nochmal Zucker aus dem Malz gelöst, also der restliche. Der ist dann aber nicht vergärbar. Das heißt, der bleibt dann als Süße im Bier nachher zurück. Und da muss man jetzt eben eine Mischung finden aus einerseits nicht vergärbaren Zucker und vergärbaren Zucker, dass es sich irgendwo eine schöne Balance bildet. Nachher mit dem Hopfen, der nachher die Bittere dann steuert, also wie bitter das Bier sein soll und auch den Geschmack natürlich. Gut, das staubt ein bisschen. Nehmen das Thermometer jetzt hier einmal raus für die Zeit. So, jetzt geht es eben darum, dass wir das Malz oder das Schrot da einrühren. Immer so Schritt für Schritt ein bisschen umrühren. Und so landet das dann alles nacheinander hier eben in dem Braukessel. Im Topf. Nicht wundern, es riecht dabei dann immer ein bisschen, ja, ich will mal sagen, brotig, so in die brotige Richtung geht das. Ich mag das sehr gerne, den Geruch, aber andere halt nicht so gerne. Kleine Story dazu, in Lüneburg bei uns, da gibt es eine Kneipe oder ein Restaurant oder eine Gasthausbrauerei nennt sich das. Das ist das Melzer. Die brauen auch ihr eigenes Bier. Da kann man dann auch bei zugucken. Und da riecht das dann auch, wenn die brauen, auch immer so brotig drinne. Kann ich euch empfehlen, da mal hinzugehen, falls ihr mal in Lüneburg seid. Ist ganz schön, ganz urig. Sehr lohnenswert. Und das Bier schmeckt. So, sehen, ob wir das hier ein bisschen beschleunigen können. Man kann das hier sehen, den Staub, ne? Das ist eigentlich mehr was für draußen. Ist einfach so. Ja, dabei halt immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht jetzt so eine Klümpchenbildung hat da drinne. Ich zeige euch das auch gleich noch einmal, wenn das hier fertig eingemeischt ist, wie das aussieht hier im Topf. Dass wir dann eben, na, hier habe ich zum Beispiel so ein Klümpchen, dass wir dann eben, ja, so eine homogene, ich nenne es mal Suppe oder Maische haben, ohne Klümpchen drinne. So, jetzt haben wir das drinne, noch verrühren. Ja, an und für sich dauert so ein Bierbrauen schon relativ lange. Dieses ganze Einmeischen, also die erste Raststufe, da dauert, muss er 45 Minuten eben auf diesen 60, auf diesen 63 Grad nachher verbringen, verweilen. Und die nächste Raststufe sind dann eben 72 Grad und dort 30 Minuten. Und nachher das Ganze dann auch noch kochen und
Naja, da ist man schon ein paar Stunden bei so einem Brautag. Da solltet ihr ein bisschen Zeit mitbringen. So, das ist jetzt hier wunderbar eingerührt. Legen wir mal hier ab. Temperatur. Ja, Thema Hygiene beim Brauen ist ebenso, das ist jetzt im Kaltbereich, so nennt sich das, im Heißbereich, Entschuldigung, noch nicht ganz so wichtig ist. Nachher, wenn es dann fertig gekocht ist und man dann wirklich in diesen Kaltbereich kommt, wo dann die Hefe dazu kommt, da muss man dann wirklich aufpassen, dass man dann nicht sich irgendwelche Fremdhefen einfängt und dann das Bier vielleicht dann doch nicht so wird, wie man es sich wünscht. Wie sagt man immer so schön, Bier wird's immer, aber es muss halt auch lecker werden, ne? Ja, das hat sich jetzt auf 55 Grad abgekühlt, das Ganze hier, die ganze Maische. Und die ziehen wir jetzt eben auf diese 64 Grad hoch. Und hier kann man das sehen, eben diese homogene Masse drinne. Man muss dann immer beim Aufheizen auch gut mitrühren, dass sich das Ganze nicht ansetzt.